Hallöchen! Nee, warte. Kaudelidau, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Riding Out mit der Caro. Wie ihr sicherlich in der letzten Folge schon mitbekommen haben, habe ich nicht gelacht. Und es geht einfach weiter wie vorher. Ganz normal, heute haben wir ausnahmsweise keine Challenge. Ihr dürft aber gerne neue Challenges in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, ist unter den letzten Videos was geschrieben worden, was wir als Challenge machen könnten? Nö, hab nichts gesehen. Auch nicht als Themenfolge oder sonst was. Okidokili, dann müssen wir das wohl fürs erste Mal noch lassen. Gut. Caro, was sagst du denn so zu den neuesten Gegebenheiten von Riding Out? Was kannst du uns denn so erzählen? Wie schön wird es denn in der Zukunft? Es wird sehr schön. Das reicht mir nicht. Mach ein bisschen Insider-Infos. Insider-Infos? Am Wochenende machen wir die ersten Tests. Vom neuen System und vom Multiplayer. Also eventuell in dieser Sekunde, in der diese Folge guckt, sind wir großartigst dabei, die neue Version zu testen. Genau. Aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis sie dann für euch verfügbar ist. Das sind doch mal rosige Aussichten. Sehr rosig für uns, für die Leute nicht, denn die müssen geduldig sein. Ja, das können die Leute von Riding Out ziemlich gut, Leute. Machen. Ja, da sind wir sehr stolz. Ihr seid darauf stolz? Ja, dass wir so eine tolle Community haben. Honig ums Maul schmieren. Ich verstehe das gar nicht. Was soll das? Warum verarscht ihr alle so? Was? Jetzt macht sie wieder so, als hätte sie nichts mitbekommen. Versteht ihr das, Leute? Das ist Marketing. Und dann ganz zufälligerweise, was? Du bist ein Bass. Ein Bass? Ja. Ich bin höchstens ein Barsch. Ein Arsch? Ein Barsch. Ein Arsch? Ein Barsch. Ein Arsch. Ein Barsch. Also ein Arsch, okay. Ein Barsch. Arsch. Ein Barsch. Ein Podex. Eine Podexe? Podex. Paddock. Maurer-Dekolleté. Das hat jetzt gesessen. Die Frage kam aber Günther Jauch. Hast du die Folge auch etwa gesehen? Was? Was ist ein Maurer-Dekolleté und ich wusste es nicht. Als ob ich mir bitte eure Millionen-Dingsi anschauen würde. Wir haben sowas Eigenes. Unsere Millionen-Dingsi ist wenigstens anständig im Gegensatz zu eurer Millionen-Dingsi. Unsere Millionen-Dingsi hat einen besseren Moderator. Wen denn? Günther Schlauchmann oder was? Armin Assinger. Was ist das denn? Ein Moderator. Nie gehört. Ja, schön. Muss ja ein Richter, ihr bekommt ein richtiger Mongo sein. Doch, natürlich. Wir bekommen alles, wir sind die Deutschen! Ja, er bekommt Hitler. Ey, Moment mal, Fräulein. Wisst ihr, wenn das zwischen uns hier so weitergeht, Leute, ne? Ja. Dann ist vorbei. Was? Ja, alles. Dein Alles. Leben, deine Zukunft, Aha. dein Leben. Ist das eine Drohung? Vielleicht. Oh, ich würde sie ernst nehmen. Oh, Minecraft. Oh, Minecraft. Oh, my fucking Minecraft. Oh, my Minecraft. Nein! Oh. Ja! Was auch immer gerade passiert ist. Der liebe Herr lässt mich ja nicht mitgucken. Hä? Du kannst doch mitgucken. Ich habe sogar unten das Dingens reingepostet. Voll! Oh, hat er wirklich. Verdammt! Aber jetzt will ich nicht mehr. Jo, Leute, das sind typisch Frauen. Ja, ja, ja. Er Was? Lässt mich ja nicht süß? Mitgucken. Ja, ich habe das unten reingepostet. Oh, ach ja, jetzt will ich nicht mehr. Ja, wir dürfen also wohl manchmal, unsere Meinung ändern. Manchmal seid ihr echt anstrengend. Anstrengend lecker, ja. Lecker? Wie zur Hölle kommst du jetzt auf lecker? Es wird Zeit für Nuggets, deswegen. Echt? Ja. Ist schon wieder Ende des Monats? Nee. Kommt's trotzdem schon? Nuggets gehen immer. Das Baby ist da.
Ja, du. Mama? Oh Gott. Alter, das Ding verarscht mich. Finde ich gut. Halt doch mal die Schnauze. Nein. Doch. Ja gut, dann nimm das nächste Mal alleine auf. Nö. Doch. Ich weigere mich. Mir egal. Kannst mich nicht zwingen. Doch. Wie sag ich aber keinem? Mhm. Und du weißt, genau, dass ich das kann. Kannst du nicht. Kann ich. Nein. Doch. Nein. Ursula von der Leyen. Wer ist Ursula? Tja, das wüsstest du jetzt gerne, ne? Müssen die Fangirls eifersüchtig werden? Nee, aber du. Nee, warum sollte das ich? Das ist die neue Riding Out Star. Tussi. Tussi, okay, gut, ja, schön. Viel Spaß mit dir. Tja, ja. Geh und nimm auf. Ich nehme gerade auf. Geh und nimm mit dir auf. Schon mal, hast du das eigentlich schon mal gemerkt, dass ich gerade aufnehme? Nein. So ja, unprofessionell wie du bist. Genau. Jetzt fängt sie wieder an, Leute zu beleidigen. Mach ich gern. Da ich merke das schon. Ich hole mir halt noch Nuggets, ich sag's dir. Warum? Weil sie köstlich sind. Sie sind nicht köstlich. Hashtag gesponsert. Du bist köstlich. Sellout. Schachtel wird ahoi. Was, ich bin köstlich? Ich weiß runter. Aber bei mir war es vorher angeblich komisch, wie ich gesagt habe, dass wir lecker sind. Ja. Aber wenn du bist das ja auch sagst, köstlich. Dann... Oh. Köstlich und lecker ist ja auch ein definitiv großer Unterschied. Inwiefern? Ja, köstlich ist sehr lecker. Ja. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ja genau, ich bin nämlich gerade eine Frau. Und ich habe recht. Du bist keine Frau. Ich habe immer recht. Was baust du da bitte? Ich bin mir gerade selbst noch nicht so sicher. Das sieht ja... Ja. Erzähl, wie sieht's aus? Gräuelhaft. Okay Leute, damit reiße ich das ganze Ding wieder ab. Aber die meisten Dinger gefallen mir. Sieht ja, gut, ne? Aus. Ja. Ja. Da wirst du mal gelobt ausnahmsweise. Yay. Ich nenne die Folge geile Balkendinger. Nein. Das sieht doch sich an keiner an. Das ist kein guter Anime. Doch, ja, das sieht jeder an. Das ist ja das Lustige an der Sache. Bei geilen Balkendingern. Geile Balkendinger, klar. Bester Name ever. Klar. Eva. Evor Devor. Was? Das macht schon wieder keinen Sinn. Ja, endlich kann man das... Oh nein, jetzt kann man das schon nicht mehr da draufstellen. Oh. Vor allen Dingen, ich brauche diese scheiß halben Wände. Ja, wirst du ja bekommen. Ganz ruhig, junger Padawan. Ich brauche die Wände! Ich gehe dann mal. Das wird mir hier zu... Wuschig. Geschreierisch. Wuschig. Nein, niemand. Doch, ich mache sie nämlich immer ganz wuschig, Leute. Nein. Doch. Nein. Doch. Sowas sicher nicht. Merkt ihr? Ich habe sie gerade schon wieder wuschig gemacht. Natürlich. Wie kann man nur so einen Blödsinn verzapfen? Unglaublich. Caro? Naja, das geht wohl, wenn man eine Kartoffel ist. Bist du schon wuschig? Nein, und ich werd's auch nicht. Bist du jetzt schon wuschig? Nein. Und jetzt? Ich hab die Tür vergessen. Will ich belasten? Belastung! Ausschweifungen! Ich bleib die halben Wände! Ich denke eher, er wird gerade wuschig und deswegen wird er... probiert das gerade auf mich abzuwälzen. Aber das stimmt halt so gar nicht. Schön. Hast du Bock, mir was zu machen? Nee, machst du dir selber dein Sandwich.
nicht. Ein Mettbrötchen. Oh, das war heute lecker. Nein, das ist so ekelhaft. Das ist so ekelhaft lecker, das stimmt. Leute, mögt ihr Mettbrötchen? Schreibt mal unten rein. Schreibt jetzt ja in den Chat. Ansonsten werdet ihr alle sterben. Weil diese Fleischmasse, das kann doch nicht gut sein. Das ist übel lecker. Jetzt lass Mettbrötchen. Sei verstanden, lass Menderes. Lass mal was? Menderes. Mettbrötchen Menderes. Ach, das ist diese komische DSTS-Fuzzi, ja. Ne? Ah, herrlich. Mettbrötchen Menderes Art. Ich nenne die Folge doch nicht, so wie ich vorhin vorhatte. Nicht die geilen Balkendinger? Nee. Obwohl das hier auch schon wieder so ein geiles Balkending ist. So voll das geile Balkendiagramm. Das ist kein Diagramm. Ach, lass mich. Nein, ich hab's wieder weggemacht. Ich wollte es doch nur kopieren. Kann man eigentlich irgendwie was kopieren? Was denn? Bitte mich belassen. Was denn? Dass du es weggemacht hast. Du belastest mich. Ja gut. Das finde ich gut. Was kann man? Jetzt hilf mir doch mal. Was? Wie denn? Vaseline. Gibt's nicht. Wieso nicht? Weil. Schnitzel. Das ist in letzter Zeit ihre. Weißt du, ich habe damit angefangen, Fleischwaren als. Fleischwaren. Als Ausrede für alles zu benutzen und sie kopiert es einfach trocken, wie sie ist. Ist trocken. Sie ist ja komplett dry, überall. Ja. Meine Haut, meine Haare, ekelhaft. Besonders die Haut. An bestimmten Stellen, aber nur. Im Gesicht, ja. Voll rissig und so. Voll gerissen. Deswegen muss ich extra abtickpudern. Verstehst du, Caro? Nein, verstehe ich nicht. Wieso nicht? Solche Sachen will man nicht verstehen. Ich will dich nicht verstehen, das ist. Ach komm, ich bin in die Wand reingerutscht. Hör, was ist das denn jetzt? Das geht nicht mehr weg! Caro? Ja. Okay, du bist noch da. Ich dachte, du bist jetzt wieder weg. Immer an deiner Seite, dein Sidekick. So, Leute, das sieht doch schon mal ganz annehmbar aus. Nö. Und, Alter, ich habe mir so viel Mühe damit gegeben und jetzt sieht's scheiße aus, oder was? Bis auf die Balkendinger, die geilen. Ja, deswegen mache ich die auch ganz oft da rein. Würde ich einfach mal sagen, jetzt lass mich die Abmut machen. Nein. Dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Tschüss. Und, Caro hat das letzte Wort. Geile Balkendinger. Das waren zwei Worte. Mettbrötchen Menderes. Menderes Art. Tschüss. So, tschüss. Ciao. Das war voll süß. Die Taverne nimmt langsam aber sicher Gestalt an, liebe Freunde. Aber es könnte schwierig werden, sie ohne halbe Wände fertigzustellen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.